Hallo und herzlich willkommen. Hier zeige ich euch, wie ihr auf eurem S3 den Custom Binary Download Counter resetten könnt. Wir fahren zunächst einmal unser S3 ganz herunter und müssen dann im Anschluss im sogenannten Download-Modus booten. Dazu müssen wir gleich einmal die Leiser-Wippe am Gerät, also hier auf der linken Seite die Wippe nach unten, dann den Home-Button unten und oben rechts den Power-Button gleichzeitig drücken. Das mache ich jetzt einmal, leiser, home und power. Das dauert einen Augenblick. Genau, hier haben wir so eine Warning und mit Lautstärke nach oben machen wir direkt weiter und sind schon im sogenannten Download-Mode. Hier oben sind wir, das ist ein bisschen unscharf, so sollte es jetzt besser sein. Genau, hier oben sehen wir jetzt direkt, dass wir im Odin-Mode sind, in diesem Download-Mode. Und da steht auch schon Custom Binary Download Counter ist auf 3. Das ist nicht so gut, wenn man jetzt Garantieansprüche geltend machen möchte. Dann sagt meist der Hersteller, nee, du hast selbst dran rumgefummelt, zahl das mal gefälligst selber. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen diesen Counter resetten und somit alle Beweise quasi zurücksetzen. Dazu müssen wir erst einmal unser Gerät jetzt hier, das will gerade nicht anschließen, am USB-Port des Rechners. So, und dann brauchen wir noch zwei kleine Programme, die wir jetzt am Rechner hier soweit starten. Zum einen brauchen wir, und ich zapp mal eben auf den Desktop. So, zum einen brauchen wir das Programm Odin. Link in den Kommentaren vorhanden. Hier unten haben wir ihn, Odin 3. Mit Rechtsklick als Administrator ausführen. Natürlich vorher die ZIP entpacken. Und dann können wir hier im Bereich genau sehen, dass unser Telefon verbunden ist. Und unter PDA wählen wir jetzt diese CF-Root-Datei aus. Der Link dazu ebenfalls in den Kommentaren enthalten. Wählen wir aus, öffnen das Ganze und ja, starten direkt. Und jetzt seht ihr auch schon, am Telefon passiert was, hier bei Odin ebenfalls. Nach einer kurzen Zeit resettet unser Telefon. Genau, hier ist mit Pass das Ganze grün im Odin bestätigt. Unser Telefon ja, hat soeben den Root-Prozess hier initialisiert. Und nach einem dann kommenden Neustart haben wir hier ein geroutetes Gerät. Und das ist jetzt so die Ausgangslage, um mit dem App Triangle oder Triangle Away den Counter zurückzusetzen. Gut, nicht wundern, dass hier Hot Mobile steht mit israelischen Schriftzeichen. Das liegt an der 422er Beta, die ich auf dem Gerät habe. So, jetzt wird hier noch ein bisschen was aktualisiert. Das dauert ein bisschen. Wir müssen das Gerät gleich auch nochmal neu starten. Das bitte ich schon mal zu entschuldigen. Ich habe das hier nicht zusammengeschnitten, sondern im Ganzen gelassen. Gut, jetzt gucken wir uns direkt einmal im Menü an. Genau, hier oben ist die Super User App. Das ist dann das Zeichen dafür, dass unser Gerät auf jeden Fall schon mal geroutet wurde. Und jetzt gehen wir hier noch zwei weiter. Da unten ist die App Triangle Away. Die öffnen wir jetzt und die müssen wir jetzt erstmal initialisieren. Das dauert ein bisschen. Der App müssen wir Root-Rechte geben und noch ein kleines Upload, beziehungsweise ein Update laden, so rum, genau. Dazu brauchen wir auf jeden Fall eine WLAN-Verbindung, die wäre optimal. So, jetzt wird hier gerade gecheckt, ob wir auch Super-User-Support haben. Das dauert, wie gesagt, eine Kleinigkeit. Und wenn das jetzt hier gleich losgeht, müssen wir ein paar Bestätigungen machen. So, genau, hier kommt jetzt diese Super-User-Anfrage, die erlauben wir natürlich. Okay, jetzt wird hier noch wieder was gegengecheckt. Genau, und da steht es jetzt auch hier, Triangle wurde halt Super-User-Rechte mit Super-User-Rechten ausgestattet. Genau, wir müssen jetzt unser Modell noch bestätigen. Jupp, das ist das GTI 9300, was ich habe. Das bestätige ich einmal direkt. Genau, und hier gibt es noch so ein Add-on, das wir jetzt brauchen. Das war dieses Update, was ich meinte. Und das laden wir einmal herunter. Das dauert jetzt auch ein bisschen. Das sind, was sind das hier, 70 oder 700 MB? Glaube ich, weiß ich nicht. Egal. Wie gesagt, dauert es ein bisschen. Das bitte ich zu entschuldigen. Hier wurde nichts geschnitten. So, 100% runtergeladen. Genau, hier nochmal der Hinweis, dass es sein kann, dass bei einigen der Counter noch bei 1 stehen kann oder sowas.
Genau, hier nochmal vom Ersteller der App was, dass er sehr viel Zeit und Geld investiert hat und man ihm jetzt nur folgen kann. So, das ist jetzt hier das App als solches mit ein paar Möglichkeiten. Wir wollen jetzt hier gleich diesen Flash-Counter hier durchführen. Ich starte aber das Gerät vorher einmal komplett neu, weil ich im vorherigen Male festgestellt habe, dass das so nicht funktioniert hat. Da gab es einen Error und ich will nicht, dass das Gerät hier Schaden nimmt. Von daher schalte ich es einmal komplett aus und starte das Gerät dann gleich nochmal neu, um dann natürlich dann den Counter hier, also im Flash halt komplett zu resetten. Gut, jetzt starten wir das Ganze nochmal neu. Gut, dann kurz entsperren das Ganze. Und wir öffnen dann jetzt nochmal die App. War sie da? Ist sie, genau. So, das dauert jetzt bei Weitem nicht mehr so lange. Wir bestätigen nur, dass das hier unser Gerät ist. Yep. Ja, hier ist wieder mal von App die. Genau, dass halt der Counter noch bei 1 stehen bleiben kann. Und nochmal vom Hersteller selbst die Info. Okay, gut. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. Können ihm nochmal folgen. Können, was ich was, alles Mögliche machen. Wir wollen uns jetzt gar nicht so weit versteifen. Wollen jetzt hier einmal den Counter flashen und resetten. Hier jetzt kommt der Hinweis, dass das hier wirklich gefährlich ist. Man kann das ganze Gerät bricken. Das wollen wir nicht. Ja, haben drauf gedrückt und jetzt bootet das Gerät und wir kommen jetzt in diesen Tree Angel Modus. Genau, hier haben wir es. Und press Volume up to reset counter in Status. Das wollen wir natürlich machen. Also einmal Volume up gleich hier drücken. Und ja, der Resetting Counter und Status Prozess wird jetzt hier ausgeführt. Das Gerät wird komplett durchgestartet, so wie es hier aussieht. Das warten wir eben nochmal ab, genau. So, einmal kurz entsperren und dann werde ich das Telefon nochmal direkt herunterfahren und im Download-Modus booten, weil wir uns nur da den Counter nochmal direkt anschauen können, der jetzt dann natürlich auf 0 stehen sollte. So, jetzt fährt das Gerät nochmal herunter. Das dauert jetzt hier ein bisschen länger als gewohnt, warum auch immer. So, jetzt ist es heruntergefahren und wieder diese Leiser-Wippe, den Home-Button und die Power-Taste gedrückt lassen. Ne, das war jetzt zu früh. Nochmal das Ganze. So, und wieder Volume up, um weiterzumachen. Genau, und jetzt gucken wir uns oben mal an. Da haben wir wieder diesen Custom Binary Download. Der steht jetzt hier auf No. Somit ist hier offensichtlich noch nie was modifiziert worden am Gerät. Ja, Systemstatus ist jetzt Custom, das kommt nur, weil ich die 422er Beta drauf habe. Ihr solltet dann, wenn ihr das Gerät einschickt, natürlich eine offiziell releasede Version drauf haben auf dem Gerät. Okay, das war's soweit. Ich hoffe, euch gefällt das Video und ihr könnt damit was anfangen. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst diese in den Kommentaren. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann, euer BitJunkie.